Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2. Wir sind hier heute ganz kurz in Montefiziano, wo wir letztes Mal oder so hier diese Brücke gebaut haben. Rüber nach Staufenzia, richtig. Staufenzia. Ja, und ich habe ja gerade alleine ein bisschen angefangen, weil ich dachte, ja, kurze kleine Abkürzung machen irgendwie. Daraus ist was Größeres geworden. Und ich wollte euch doch kurz zeigen, was ich hier genau gemacht habe. Also, hier hat sich in die Stadt Montefiziano Stau gebildet. Und zwar hier. Der ist auch immer noch da. Warte, das wird Gehuppel hier. Da wird einfach schlecht, wo er darüber fährt. Oh Gott, das wird... Gut, also hier war Stau, es war alles voll Rückstau. Weil die Leute hier über diese Brücke fahren wollten, um dort hier links abzubiegen, um hier drauf zu kommen. Um letztendlich hier drauf zu fahren auf diese Brücke. So, und das wollte ich verhindern. Ich wollte, dass dieser Stau weg ist. Ich habe jetzt erstens in die Stadt rein eine breitere Straße gemacht. Bisschen untypisch für mich, dass ich hier so breite Straßen... hallo, das ist ja komplett leer. Ja, ein bisschen untypisch. Vielleicht baue ich das auch wieder weg. Ja, ich glaube, das ist jetzt unnötig geworden. Komm, wir machen das sofort weg. Was soll das? Ja, ich zeige euch gleich, was ich noch gemacht habe. Das ist wichtig, liebe Leute. Aufpassen. So, das ist weg. Meine erste Idee war halt, ja, auf dieser breiten Straße sammeln wir alles ein, was hier drauf fällt, auf diese Straße hier. Und ja, das funktioniert aber nicht so richtig, weil diese Straße hier eben doch deutlich näher dran ist. Und habe ich jetzt hier gerade so eine Abbiegespur gemacht. Oder einen Abbiegetunnel. So, genau. So können jetzt diese Leute, die bisher hier nach links abgebogen sind, auf diese Richtung Brücke, die können jetzt, oder müssen jetzt, durch diesen Tunnel fahren und behindern halt so hier niemand mehr. Was ist denn das? Was? Diese KI. Fahr doch links! Ja, ich hätte mir so gewünscht, dass die sich hier ordentlich einfädeln. Aber nein, die sind zu dumm dafür. Leider sind sie viel zu dumm dafür. Egal, da wollen wir uns jetzt nicht drüber ärgern. Bin ich gerade noch ein bisschen weitergegangen und habe hier noch einen weiteren Tunnel gebaut. Sieht man das? Ja. Man sieht das. Für eben diese Heinis hier, die hier runterfahren, über die Brücke und dann hier links abbiegen und hier drauf. Nur um dann hier wieder runterzufahren. Durch den Tunnel und dahin. Ja, das ist ein bisschen unnötig, finde ich. Dass die hier nochmal extra links abbiegen müssen und sowas. Deswegen habe ich jetzt hier gerade eben einen Megatunnel gebaut. Ich weiß, ist auch ein bisschen untypisch für mich. Was ist das denn schon wieder? Jetzt haben die hier wieder... Das ist meine Straße. Ich vergesse es immer zu sperren. War das nicht in Transport Fever 1 oder was, wo man über die Straßen, die man selbst abgedatet hat, automatisch gesperrt waren? Ja, ist ja auch nicht immer richtig, aber na, hier manchmal wünsche ich es mir. Ja, jetzt können die hier gleich rechts abbiegen. Die kommen von hier, können rechts abbiegen. Und durch diesen langen, langen Tunnel hier, der beginnt hier schon, können die durch diesen langen, langen Tunnel hier hinfahren und kommen dann hier mit drauf. Und da können sie dann eben auf diese Brücke. Was ist das? Da, falsch rum! Umdrehen! Nein! Oh, Tante! Was machst du denn, Tante, ey? So, genau. Können dann hier auf die Brücke drauf fahren. Ja. Okay, ich denke mal, das müssen wir ein bisschen reifen lassen, wie immer. Ich bin gespannt, ob es funktioniert oder ob der Stau hier sich so ein bisschen, naja, ablösen lässt. Auflösen lässt. Dann, liebe Leute, sehen wir hier eine weitere Rarität der KI. Wir sind hier in San Camicano am Hafen hinten. Und da habe ich gerade mal so ein bisschen geschaut. Hier haben wir letztes Mal eine Brücke gebaut, um über die Eisbahn rüberfahren zu können. Und naja, ist eigentlich ein bisschen unnötig gewesen, weil hier geht es schon wieder einen Bahnübergang. Da müsst ihr eigentlich auch noch eine Brücke bauen. Und nein, keine Brücken mehr. Ja, das lassen wir mal. Solange es hier keinen Stau gibt, ist eigentlich alles gut. Und da ist mir aufgefallen hier, dass die hier ordentlich in den Fels reingehauen haben. Ich weiß nicht, will hier irgendjemand wohnen? Ja, also anscheinend schon. Wow, die haben sogar eine PV-Anlage auf dem Dach. Wahnsinn. Allerdings glaube ich, man hätte die Dachfläche ein kleines bisschen besser ausnutzen können für diese Solar-Dinger da. Sonnenkollektoren. Na gut, wie auch immer. Will hier irgendjemand wohnen hier in diesem Krater? Ich meine, da kommt ja nicht mal Sonne hin so richtig. Oh Mann. Ja, das ist halt typisch KI, oder? Ballern die hier einen Weg da rein. Gut, lass er das. Soll sie machen, was sie will. Solange sie niemand stört, ist alles gut. So, liebe Leute, jetzt kommen wir tatsächlich zum Tagesgeschäft.
Wir haben zwei Sachen vor. Einerseits wollen wir heute dafür sorgen, dass die Brote von hier runter zum Bahnhof kommen können. Aktuell kommen die nur bis maximal hierhin zum Hafen. Von dort können sie tatsächlich weiterverteilt werden, hier runter nach San Mariano. Nee, ich glaube, das hat mir gesperrt. Was ist denn hier los? Jede Menge Sprit, der Sprit sprudelt nur so, Wahnsinn. Nee, es kommt zum Hafen. Dadurch kommt es zu dieser Haltestelle hier. Und die... Nein, die laden nicht ab, die fahren nur einfach durch. Gut, also aktuell kommen die Brote nicht hierher. Wir wollen, dass die Brote zum Bahnhof gehen. Dort können sie direkt in den Zug einsteigen und werden dann in alle anderen Ortschaften reingeliefert. Ja, das funktioniert aktuell noch nicht. Die kommen hier an und hier ist der Bahnhof. Und ich habe mir gedacht, wir machen da jetzt... Sollen wir da ein Förderband vielleicht hinmachen? Weil, ja, weiß ich nicht, in der LKW-Linie hier rüber irgendwie... Weiß ich nicht, ich will eigentlich die Straße hier nicht komplett überlasten. Also aktuell gibt es da keine Anzeichen von Überlastung, aber so richtig wohl ist mir dabei nicht. Förderband eigentlich auch nicht. Über die kurze Entfernung, ich weiß nicht. Oder wir gucken mal, ob wir hier einen Straßenzugang hinmachen können. Wenn das klappt, dann... Nein, das klappt nicht. Dann hätte ich gesagt, okay, lass mal da LKWs rüberfahren. Gut, dann machen wir, in Gottes Namen, was ist es hier? Ach, da ist die Treppe schon! Ja, und da ist ja schon eine Treppe. Dann gucken wir mal, ob da jetzt eine kleine Straße was bringen würde hier. So. Dadurch ist das Haus jetzt hier verschwunden. Wie sieht das denn aus? Okay, das war ein bisschen schöner. Ja, so ist okay. Ah, nee, es reicht immer noch nicht. Ja gut, bei weitem reicht das nicht. Wenn wir dieses Ding anschauen hier, das reicht da nicht rüber. Okay, aber wir können theoretisch zwei LKWs darüber pendeln lassen irgendwie. Mit ein bisschen Glück kriegen wir das auch hin, dass der unter der Brücke durchfährt hier. Meine Güte, was wird das hier? Wo führt denn diese komische Brückenkonstruktion hier hin? Ja, das wird nicht gehen. Schade, da ist der Pfeiler im Weg. Ansonsten, mach doch einfach hier noch einen Ausgang hin, auf die andere Seite. Hier das. Dann lass wir die hier durchfahren, die zwei LKWs über diese kleine Straße fahren. Und dann hier anhalten. Dann lass das rauswerfen. Einfach nur ein Abladepunkt, keine richtige Haltestelle, würde ich sagen. Okay, da kommst du mal her. Wir machen da jetzt noch eine Treppe hin. Genau. Eine kleine Straße. Sowas hier. Oh. So. Sieht ganz okay aus. Schon wieder ein Haus gelöscht. Sorry. Ja, mir gefällt es irgendwie nicht, dass es hier so oft, dass es hier so viele Gabelungen gibt. Und die Straße wird wirklich gern genutzt. Klar, hier biegen die gerne ab. Gibt es hier ein Problem? Da war vielleicht mal gerade eine asymmetrische Straße drauf. So rum, genau. Na, keine Ampel, bist du verrückt? So, dass wir hier eine Rechtsabbiegespur bekommen, genau. Ich lasse diese Straße hier auch erstmal langsam, dass da bloß so viele Leute langfahren. Ja gut, also das hier gefällt mir so gar nicht, liebe Leute. Das muss ich zugeben, das ist nicht schön. Oder komm, liebe Leute, wir machen hier vielleicht doch ein Förderband hin. Ich reiße es hier wieder ab. So. Da war hier einfach ein Förderband hin. So, dann stellen wir das nochmal auf. Okay, liebe Leute, ich habe das mal eben gerade schon mal selber gemacht. Das Förderband ist da. Paletten, zwei Wege. Also kann theoretisch... auch zurück, also vom Bahnhof zum Hafen. Ich wüsste gerade nicht, wofür wir das brauchen, aber ich dachte, wir machen das mal. Ja, wunderbar. Also jetzt kommt das Zeug, das hier ankommt. Oh, hier liegt Getreide. Ah ja, genau, das muss ja... Genau, das Zeug, was hier ankommt, von hier oben, nämlich Brot, kann jetzt von hier
zum Bahnhof kommen. Wunderbar. Und genau, vom Bahnhof aus geht es dann hier in diese Seelinie, Güterlinie. Die kommen hier an und werfen hier Waren und sowas raus, was hier halt ankommt, irgendwo da hinten. Und die können das jetzt mitnehmen, die Brote, und das dann hier verteilen. Also dazu muss natürlich erstmal viel passieren, bis wir so viele Brote haben, die hier unten ankommen, dass sich das wirklich lohnt. Ja, das dauert, glaube ich, eine Weile. Aber wir gucken jetzt mal eben drauf, wie es aussieht. So, jetzt sind wir hier in unserer Lebensmittelfabrik. Es ist Fleisch drin. Sehr gut. Jetzt fehlt nur noch der Transport. Und dann können wir hier richtig rausballern. Aber ich denke, das wird kommen. So, wo geht das hin? Abnehmer. San Dirko a Diablo 44% transportiert. Aha, warum? Das ist doch direkt daneben. Wieso? Wieso wird das nicht... Oh. 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 Wir sind ja ein kleines bisschen... Oh. Voll. Obala, ja komm, dann machen wir mal einen Massenklon hier. Wunderbar. Meine Güte, hier wird es langsam recht voll. Linientechnisch. Ja, hol das mal ab, bitte hier. Abholen! Oh. Ich glaube, hier kriegen wir keine kleinen Häuserchen hin, um da die Kapazität ein bisschen zu verbessern, oder? Nee. Nee, also wenn, dann sieht es völlig bescheuert aus. Oh mein Gott. Was macht er da? Oh, nee, hier geht wirklich gar nichts dran. Wir müssen halt gucken, dass es hier schnell abgeholt wird. So ein Mist. Ja, so ein Mist. Ja, mach mal hin hier. 266er Rate. Ist ja ganz okay, aber der Tag ist halt schlecht. 55 Sekunden dauert es, bis da mal irgendwann mal ein LKW vorbeikommt. Wir kaufen noch zwei. Was soll's? Dann macht's halt miese. Ja, wir können uns das ja leisten. So ist ja nicht. So, gut. Okay, also dann würde ich sagen, das passt soweit. Wir schauen mal eben, wie es jetzt hier aussieht. In diesem Dings da. Aha. Aha, aha. Da gibt es ein Upgrade. Was? Keine Fischauflage? Oh. Keine Rinder auch. Ja gut, wir haben hier gar nichts, klar. Okay, na gut. Schauen wir mal hier, was sich da tut. Es ist immer noch kein Getreide angekommen. Ja gut, es hat einen weiten Weg hinter sich. Getreide wird ja per Schiff hier angeliefert. Da liegt auch gerade was. Da wird immer mehr Verkehr hier. Ja, da liegt gerade was. Transferhafen, 140er Rate. 3-Minuten-Takt, da ist ja nicht so der Wahnsinn. Ich glaube, da werden wir mal eben... Naja, komm, Massenklon, oder? Gut, jetzt 279er Rate, wunderbar. Schon besser. Ja, ich muss zugeben, die Nachschublinien hier sind ziemlich gestreckt. Das dauert ewig, bis da irgendwo mal irgendwas ankommt. Ah gut, ist halt alles genial durchdacht und so weiter. Sehr gut. Gut, liebe Leute, was wir heute auch noch vorhatten, das ist der zweite Punkt, ist Ziegel liefern nach John Vino. Von hier aus, da müssen wir die Bahnhöfe ein bisschen umbauen. Meine Güte, was ist da los hier? 571 Leute. Soll ich noch einen Zug kaufen oder was? Kann aber nicht wahr sein. Na gut, der macht wirklich wunderschöne Gewinne. 10 Millionen. Das ist wirklich höchst erfreulich. Wer hätte das gedacht? Das ist echt der Wahnsinn. Hätte eigentlich nicht gedacht, dass da so viele Leute stehen, um hier dieses kleine Dörfchen anzubinden. Wobei das auch ordentlich in die Höhe schießt hier, wirklich. Wow, guck dir das mal an. Das ist der Wahnsinn. Ja, Ziegel. Ich muss kurz überlegen. Ziegel kommen vom Hafen. Werden dann... Wir müssen das mal kurz durchgehen hier. Werden dann über diese Linie Transferhafen über 1000 Serpentinen hier hingeliefert. Von dort aus kommen sie dann genau über diese Linie zum Bahnhof. Okay, wunderbar. Dann bauen wir das mal aus. Warte mal, da muss ja einfach nur... Ja, genau, da müssen wir einfach nur hier oben eine andere Plattform ranmachen. So, da sind wir schon. Also für die Güter ist hier gesorgt. Hier ist aber ein Straßenverkehr mittlerweile. Das nimmt richtig zu hier. Müssen wir uns da Sorgen machen? Ich hoffe nicht. Gut, tun wir nicht. Aktuell tun wir das mal nicht. So, jetzt gehen wir nach John Vino. Die Strecke ist ja schon da. Wir müssen nur einen Zug draufstellen am Ende. John Vino, da sind wir. Meine Güte. Die Stadt macht mir auch Angst. Sollen wir mal ganz kurz gucken? In den Stau. Ach, kein Stau. Ha! Ha! Kein Stau. Okay, das ist gut. Das hat er schon lange nicht mehr, dass wir da überhaupt keinen Stau mehr haben. Gar nicht!
Nee, John Vino ist quasi staufrei. Hier in Honey Blue Chino haben wir dafür irgendwas. Oh, oh. Ah, aha, aha. Oh, da müssen wir dringend mal hier die Straßenhierarchie überarbeiten. Das ist ja ein absolutes Chaos. Mal vielleicht gleich noch. Aber aktuell sind wir in John Vino und da wollten wir jetzt, oh, ein Gütergleis drauf machen. Also, wir kommen von hier, das sind zwei Gleise. Und da haben wir eine Endhaltestelle. Ja. 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 Da müssten wir... Ja, die hier fahren durch, die blauen. Ich überlege gerade, wie wir das am besten machen. Theoretisch... Also ich will ungern hier nach unten ausbauen. Weil das hier eh... Naja, hier sind die ganzen Gebäude. Hier müsste ich das dann alles abreißen und so. Das wollen wir, glaube ich, nicht machen. Wir bauen das, glaube ich... zwischen die beiden blauen Gleise, dieses Durchgangsgleis hier für Passagiere. Dazu müssten wir nur das Dach abreißen, dann diese Plattform hier für Passagiere umwandeln in Güter, ein weiteres Gleis dran machen und da hinten dann die Passagiere noch dran. Und dann haben wir hier in der Mitte unser Gütergleis. Ich würde sagen, liebe Leute, da setze ich mich mal eben ran. So, da sind wir schon. Jetzt haben wir hier unser Gleis frei, unser Gütergleis für die Ankunft der Ziegel. Okay, bevor wir die Ziegel ankommen lassen, geht ja auch gar nicht, müssen wir erstmal gucken, wie wir die Ziegel in den Ort reinbringen. Oh Gott, ich glaube, das lohnt sich gar nicht am Ende, weil John Vino ja gar nicht so groß Bedarf hat. Bei 131 ist jetzt auch nicht gerade wenig, also, ja gut, schauen wir mal. So, also, die sollen da unten hin. Ach, John Vino kriegt noch gar nichts ab, überhaupt keine Güter. Oh Gott. Wir denken aber aktuell nur an die Ziegel. Wobei das... Ja doch, wir denken erstmal nur an die Ziegel. Wobei... Moment mal. Nachdem wir jetzt hier so viel ausgebaut haben hier drüben... Theoretisch... Theoretisch kann vom Bahnhof aus, hier unten... alles hier landen an diesem Terminal. Von dort kann alles, also auch Maschinenteile und Werkzeug und alles... kann alles hier hoch zum Bahnhof kommen. Dafür haben wir ja gerade gesorgt. Und von dort aus können wir theoretisch den Zug so ausrüsten, dass der eben auch geschlossene Wagen hat. Ja, und dann würden hier nicht nur Ziegel ankommen, sondern im Prinzip naja, alles, was halt so benötigt wird. Es werden halt zwar nur zwei Maschinenteile sein und drei Werkzeuge oder sowas, weil das echt so langgestreckte Wege sind. Ist auch nicht der nächste Weg. Da weiß ich nicht, ob sich das wirklich lohnt. Aber wir könnten auf jeden Fall... definitiv an den Zug hier mit seinen Ziegeln weitere, also ein, zwei geschlossene Güterwerke ranhängen und die hier verbinden. Also schauen wir doch mal. Es ist hier schon, ist doch an nichts angeschlossen im Prinzip. Da können wir eigentlich auch auf diese Seite mal noch eine Treppe hinmachen, oder? Klar. Das hat wir auf jeden Fall noch eine Treppe hinmachen. Ja. So. Einen Weg darunter, damit die Leute da einfach hinkommen, damit es angeschlossen ist. So. Also, jetzt haben wir den Bahnhof auf die linke Seite angeschlossen, ein bisschen. Aber das hilft uns jetzt mit den Gütern nicht weiter. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Ja, jede Menge Waren. Hier unten haben wir noch Maschinenteile. Da oben ist ja alles verteilt. Ach du meine Güte. Okay, wir gucken erstmal nach den Ziegeln, weil die können wir wirklich gut versorgen, denke ich. Dann machen wir einfach hier unsere Ablagedings dahin. Damit erreichen wir auch schon ein bisschen was an Werkzeugen und an Waren, von daher sogar Maschinenteile sind mit dabei. Ich denke, das reicht erstmal. Mehr wollen wir erstmal nicht versorgen, das kommt vielleicht später noch, wenn wir das noch hinbekommen. So, hier haben wir zwei Linien und es wäre... Oh. Eigentlich ganz cool, wenn wir da jetzt noch eine Plattform hinmachen könnten für Güter, aber... da geht's noch. Ein Glück. Was? Was? Ein Glück, das geht noch. Was denn? Geht nicht? Tram? Wo, was? Welche Tram? Warum denn? Oh, habe ich das elektrisch jetzt? Moment mal, hä? Achso, was ist mit dir? Komm bitte klar, Junge, was soll das? Was ist jetzt schon wieder? Konnten nicht... Wieso denn nicht?
Was passiert denn hier? Nur weil ich da jetzt eine Güterdings dran mache, kann das jetzt nicht mehr verbunden werden oder was? Ach so, jetzt blicke ich. Ach so, da war früher ein Straßenzugang hier. Den habe ich jetzt weggemacht, als ich hier diese Güterplattform hingemacht habe. Ja, das wird jetzt, glaube ich, schwierig sein, da nochmal einen Straßenzugang hinzumachen. Ach, warum werde ich so gequält? Warum werde ich so gequält? Oh nein, ernsthaft. Da kriegen wir nichts mehr ran hier. Gut, dann müssen da andere Maßnahmen her. Wir müssen ja leider abreißen. In einem gewissen Stil. Ach, es tut mir so leid. Das ist doch... Naja, kann man nichts machen. Wir müssen das verbessern. So, also. Mal gucken, ob wir... Wäre doch gelacht, wenn wir da nicht noch was hinbekommen würden. Das reißen wir auch ab. Da haben wir jetzt unsere beknackten Straßenbahn. Straßenzugang hin. Das ist ja völlig bescheuert. Ah. Okay, jetzt mit ein bisschen Glück reicht das da runter. Ja, es reicht. Okay, das reicht. Du meine Güte. Diesen Kreis hier kommt eigentlich auch gerade ein bisschen vergrößert, oder? Ja, komm. Ich würde sagen, wir lassen das, diese beiden Stummel hier so, wie sie sind. Die werden wir jetzt hier nicht mehr auf die Straße drauf machen. Wir lassen jetzt die Tram über diese Wege hier fahren. So. Okay, also das passt soweit. Das machen wir alles weg. Und wir nehmen auch diese Haltestelle weg. Ich werde das hier mal die Linie gerade ein bisschen ausweiten, dass die hier unten auch noch vorbeifährt und das alles abholt. Das sind zwei Haltestellen dazu oder so. Und dann müssten wir eigentlich zufrieden sein. Okay, liebe Leute, ich habe das hier unten erweitert und soweit alles angebunden. Bis hier unten, da fehlt es noch ein bisschen. Dann, ja, hier oben habe ich auch noch ein bisschen erweitert. Aber alles decken wir nicht auf. Meine Güte, wie diese Städte gewachsen sind. Also ich staune jedes Mal hier. Die berühren sich schon fast schon hier. Ist ja unglaublich, oder? Die berühren sich hier quasi schon an dieser Raffinerie. Die gehen ineinander über, diese Städte. Ist der Wahnsinn. 3.100 Einwohner, 2.300, ah gut. Ah, da ist ein bisschen Platz da oben hin. Sehr gut, also wir waren jetzt hier gerade dabei, das Ding hier umzubauen und eine Güterlinie hier runterzubauen, irgendwo dahin. Was ist denn da los? Wieso steht denn da? Okay, ich habe gerade noch ein paar Straßenbahnen gekauft, die stehen jetzt halt da und gucken doof in der Luft rum. Gut, also da wollen wir hier noch die neue Linie machen für LKWs. So, John Vino Güter. Da machen wir auch sofort LKWs drauf. Urban E-Trucks natürlich. Machen wir mal 4 Stück drauf. Das reicht wahrscheinlich für den Anfang. So, Gianvino Güter. Dafür ist gesorgt. Jetzt fehlt nur noch unser Zug. Der muss wieder über die halbe Karte tuckern irgendwie. Das dauert wahrscheinlich 3 Jahre, bis der angekommen ist. Aber jetzt fehlt unser Zug, der vor allem Ziegel transportieren soll, aber eben auch ein paar normale Güter. Okay, liebe Leute, ich habe hier mal was zusammengesetzt. Allzu lang ist der nicht. 120 Kapazität, fährt 160, weil die Strecke eben so ist, dass der richtig Gas geben kann. Ausgezeichnete Leistung. Und ja, wir haben einen geschlossenen Güterwaggon dran. Müssen wir mal gucken, inwiefern sich das lohnt. Wir müssen sowieso gucken, dass wir allgemein mehr von diesen Gütern hier herstellen, die dann zum See runterkommen. Das müssen wir uns eigentlich auch mal angucken. So, jetzt kaufen wir den und nennen den Kollegen Giorgiano. Giorgio. Ich weiß gar nicht, ob es Giorgiano gibt. Giorgio. Okay. Kann sein, dass wir sollen schon haben. Bin mir gerade nicht so sicher. Also, neue Linie. Sehr unkompliziert. Von Dirk nach Gianvino. Aber das ist... Geht nicht. Da, was? Wieso geht das nicht? Ich guck gleich mal. Aber das ist eine Strecke, die ich eigentlich am Anfang nicht vorgesehen hatte. Also hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass wir da einen Zug hinbauen. Also weder Passagierzug noch Güterzug. Aber Güterzug habe ich mir erst richtig vorgestellt. Okay, jetzt geht's. Ich habe aus Versehen hier auf die Seilbahn geklickt. Jetzt geht's. Und er erkennt das auch gleich mit zweigleisig. Sieht super aus, denke ich. Kann man so lassen. Okay, da kommt er schon, unser Giorgio. Der hat jetzt eine sehr, sehr weite Reise vor sich. Und währenddessen telefonieren einige Fabrikbetreiber miteinander. Ja, Junge, Hammer, wir brauchen jetzt Ziegel und ja komm. Da Gianvino hat jetzt Bedarf an Maschinenteilen und so weiter. Also da wird es rege telefoniert. Die Wege werden besprochen und so weiter, die Transportwege.
Und wenn der Zug dann endlich da ist, über 1000 Umwege. Ja, über 1000 Umwege. Also der fährt jetzt hier nicht den direkten Weg darunter. Der fährt den alten Weg hier oben rüber, über Turrianezzo. Wir gucken uns das ganze Drama nochmal an. Dann... Ja... Hier fährt er diese Strecke hier runter nach La Tomasia. Dann die alte Berglinie runter. Ja, und da kommt er schon in Gianvino an. Okay, so weit ist es doch nicht. Geht einigermaßen. So, und bevor wir heute aufhören, liebe Leute, gucken wir tatsächlich nochmal kurz auf Roni Blumicino. Da ist viel Stau. Absolute Katastrophe. Müssen wir gucken, was da los ist. Hier stehen auch ganz viele Leute an den Bushaltestellen, werden nicht abgeholt, weil die Busse im Stau stehen. Das ist natürlich ein Drama. So, da wollen wir erstmal gucken, was ist hier los. Wie sehen die Straßen überhaupt aus? Was haben wir denn überhaupt für Straßen? Gucken wir erstmal auf die normalen. Hier unten absolute Katastrophe. Also hier sollte ich eigentlich mal anfangen, erstmal alle Straßen klein zu machen. Wenn alle Straßen klein sind, können wir gucken, welche wir wieder ein bisschen breiter machen wollen, damit die Leute da besser drüber fahren können. Was ist das? Okay. Ja, ich denke, das mache ich mal. Und dann gucken wir, welche Wege die eben nehmen sollen. Okay, liebe Leute, ich habe jetzt hier mal quasi alle Straßen klein gemacht, fast alle. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir jetzt hier vorgehen wollen. Hier unten diese hier, die habe ich gleich mal in etwas größer gelassen, weil es einfach so eine lange, lange Achse ist. Von mir aus sollen sie da drauf fahren. Aber hier müsste vielleicht sowieso die Straßen breiter machen. Ja, also auf jeden Fall, was ich mir überlegt hatte, liebe Leute, wäre ja wie immer eigentlich eine Brücke. Also die Leute kommen hier rein in die Stadt und fahren dort auch raus. Also sprich, hier kommen sie rein und raus. Und da würde ich sagen, hier eine Brücke? Nee, hier ist... Oder? Nee. Also wenn wir hier eine Brücke hinmachen, dann kommen die Leute zwar hier runter zum Bahnhof hin, aber ich hätte gerne eine Brücke, wo dann eine Straße drüber führt, die quasi den gesamten Ort erschließt. Von oben ist er unten. Und das würde ich vielleicht hier sehen. Machen hier eine Brücke rüber, binden das hier noch an. Und dann hätten wir hier so eine Achse, die komplett durch den gesamten Ort hier runterführt. Und die Straße machen wir auch recht breit, damit die Leute da dann drauf fahren können. Vielleicht. Ja, liebe Leute, ich setze mich da mal eben hin. Wir machen da die Brücke hin. Okay, liebe Leute, hier ist das Konstrukt. Ich habe jetzt Roni Blumicino so ein bisschen zerstört. Ich habe ja leider auch ein bisschen was abreißen müssen. Hier und da fehlen jetzt ein paar Häuser. Aber ich hoffe, dass es der Stadt am Ende zugutekommt und weniger Stau verursacht. Ja, bin sehr gespannt, ob das hier funktioniert mit dieser recht großen Brücke. Es hat leider nicht gereicht. Naja, also vielleicht schon, aber naja, ich fand es am Ende so besser. Es hat leider nicht gereicht, die Brücke von hier nach hier zu machen. Also nur diese kleine Strecke zu überbrücken. Das war ein bisschen knapp. Ja, aber ich denke, es ist so okay. Auch. Wir werden sehen, liebe Leute. Wir werfen jetzt einen letzten Blick hier auf die Baumaterialfabrik, auf die Ziegelfabrik, die gerade in einem Upgrade begriffen ist. Möglicherweise ist es jetzt der neue Bedarf aus Gianvino, der da jetzt noch dazugekommen ist und dazu geführt hat, dass das jetzt hier ansteigt. Ah, perfekt. Abnehmer. Gianvino, oh, 131, nicht schlecht. Ja gut, wir haben ja nur zwei Abnehmer. Von daher, ja, kein Wunder, dass es jetzt ordentlich hochgeschossen ist. Aber sehr schön. Müssen wir halt dafür sorgen. Mit was? Noch ein Upgrade? Hey. Wie geil ist das? Gleich das nächste Upgrade hinterher. Ja, okay. Sieht ein bisschen knapp aus hier. Mal gucken, ob sie es schaffen. Ja, doch, die Produktion steigt an. Klar, sie haben ja was im Lager, von daher. Und der Versand auf 300. Na gut, okay. Auf jeden Fall, das läuft doch wunderbar. Was dann als nächstes ansteht, weiß ich noch nicht. Muss ich mal auf meine To-Do-List schauen. Aber ich denke, wir werden extra dafür sorgen, dass wir mehr Güter von allem produzieren. Ach du meine Güte. Ach du meine, was ist das für ein Chaos? Ja, dass wir mehr Güter von allem produzieren. Mehr Waren, mehr Maschinenteile. Wir gucken uns die alten Warenketten hier, die alten Produktionslinien nochmal an und schauen, wo wir was verbessern können. Liebe Leute, ich wünsche euch was. Macht's gut, bis dann. Tschüss.